20 März war bei Karin Miosga zu Gast. Zuerst ging es um das Thema Ukraine-Krieg. Und wir steigen gleich ein, schauen mal, was Karin Miosga da für Fragen stellt und wie Friedrich Merz darauf antwortet. Friedrich Merz wird wahrscheinlich unser zukünftiger Kanzler sein, zumindest wenn man aktuellen Umfragen Glauben schenkt. Das heißt, was er über wichtige politische Themen in Deutschland denkt und wie er Deutschland umzugestalten versucht, das wird uns in den nächsten Jahren leider noch sehr viel beschäftigen. Leider, so viel sei schon mal vorweggemerkt, da Merz wirklich ein noch radikalerer, neoliberaler Transatlantiker ist als beispielsweise Olaf Scholz oder Angela Merkel. Also mit Friedrich Merz dürfte sich die Politik in Deutschland, die sowieso schon in die falsche Richtung steuert, in den nächsten Jahren noch einmal radikalisieren. Die Ukraine braucht mehr militärische Hilfe, das ist klar. Die Unionsfraktion hat zweimal im Deutschen Bundestag Anträge gestellt zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. Würden Sie sie immer noch stellen? Wissen Sie, Frau Miosga, was mir in der ganzen Debatte fehlt, ist eine strategische Betrachtung unserer Optionen. Wir haben ja wie ein offenes Buch auf dem Tisch liegen. Die streitigen Diskussionen, die in ganz Europa, auf der Welt geführt werden, in Deutschland geführt werden, in unserer Bundesregierung geführt werden um das Thema Ukraine. Putin kann das lesen wie ein offenes Buch. Der hat jede Information. Ich halte das im Grundsatz für falsch. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir das alles etwas diskreter gemacht hätten, dass die Bundesregierung vielleicht den Oppositionsführer informiert hätte, aber ansonsten nicht ständig damit in die Öffentlichkeit gegangen wäre, auch nicht die Streitereien in der eigenen Koalition. Und ich hätte mir dann gewünscht, dass wir Putin gesagt hätten, pass auf, wenn du weiter die zivile Infrastruktur bombardierst, Krankenhäuser, Kindergärten, Energieversorgungsunternehmen, dann werden wir morgen die Reichweitenbeschränkung aufheben für die Waffen, die die Ukraine heute schon hat. Das ist ja auch spannend. Also ich habe gerade so diese Parallele zum Nahostkrieg hier in meinem Kopf. Denn Israel bombardiert ja tatsächlich systematisch Krankenhäuser und Kindergärten. Aber da würde Friedrich Merz niemals auf die Idee kommen, das zu einem kritikablen Punkt zu machen. Aber bei Russland, ist das jetzt da tut Merz jetzt so, als würden systematisch Krankenhäuser und Kindergärten ins Visier genommen werden. Also die Energieversorgung in der Ukraine wird tatsächlich von Russland ins Visier genommen. Aber ja, die Behauptung, dass Russland systematisch zivile Ziele angreifen würde in der gesamten Ukraine, die ist einfach falsch. Also wie gesagt, bei der Energieversorgung stimmt das, aber bei allem anderen, das stimmt das so nicht. Und Merz will hier wirklich, dass die Reichweitenbeschränkung für deutsche beispielsweise deutsche Taurus-Marschflugkörper, dass die aufgehoben wird. Russland hat schon gesagt, was es davon halten würde. Das würde es als Kriegserklärung betrachten. Das heißt, Russland würde es dann als legitim erachten, selbst auf militärische Ziele in Deutschland zurückzuschlagen. Und dann wären wir im Krieg. Also man kann nur hoffen, dass Russland dann rational genug wäre, das nicht zu machen. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Die naheliegendere Option wäre dann, Akteure zu bewaffnen, die gerade mit Deutschland im Konflikt sind. Also die Bundeswehr schippert ja beispielsweise im Roten Meer rum. Warum sollte Russland den Houthis dann beispielsweise nicht moderne Antischiffsraketen liefern? Damit man dann mal die Fregatte Hessen, wenn die wieder meint, im Roten Meer rumkreuzen zu müssen, angreifen können. Also das sind wahrscheinliche Reaktionen, die von Russland erfolgen werden. Also davon können wir auf jeden Fall ausgehen, dass Russland in zumindest dieser Art und Weise reagieren wird. Also wir bewaffnen die Ukraine, damit sie in Russland großen Schaden anrichtet. Bewaffnet Russland eben die Feinde Deutschlands, dass sie hier großen Schaden anrichten. Das wäre eine symmetrische Reaktion. Und das verschweigen uns Kriegstreiber natürlich immer. Und ich zweifle auch, dass Miosga hier mal kritisch nachhaken wird. Das hat nie stattgefunden. Es hat im Grunde genommen nie eine strategische Abfolge von Entscheidungen innerhalb der NATO oder innerhalb der Europäischen Union gegeben. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass auch am letzten Wochenende mehr stattgefunden hätte als nur eine Absage. Würden Sie jetzt ihm den Wunsch erfüllen, Taurus-Marschflugkörper zu geben? Das muss man von der Situation abhängig machen, wie sie heute ist. Ich würde es nicht einfach so tun, sondern ich würde es genau so konditioniert machen und Putin auch sagen, wir sind bereit zu reden. Übrigens, dass der Westen bereit ist zu reden, ist ja allgemeingut. Orban war in Moskau und hat ein Friedensgespräch geführt mit... Der hat von seinen EU-Kollegen dafür eine Menge Anfeindungen einstecken müssen. Und die EU-Kommission hat dann in kleingeistiger Bürokratenmanier noch versucht, die ungarische Ratspräsidentschaft zu sabotieren.
Putin. Und das Ergebnis war, 3 Tage später ist ein großes Kinderkrankenhaus in Kiew bombardiert worden. Ja, aber ich bin etwas überrascht, dass Sie es gar nicht so klar formulieren. Sie haben immer gesagt, wir müssen 1000 Mal Stück ich will Ihnen sagen, wie ich es heute entscheiden würde. Ich würde sagen, wenn das nicht aufhört mit den Bombardements, dann ist der erste Schritt der Reichweitenbegrenzung aufheben und der zweite Schritt der, dass wir die Taurus liefern. Und dann hat Putin es in der Hand, wie weit er diesen Krieg jetzt noch weiter eskalieren will. Ich glaube, wir müssen strategisch bessere Antworten geben. Und die entscheidende Frage für Herrn Zelensky ist im Moment, erlauben Sie ihm auch mit diesen deutschen Taurus-Marschflugkörpern militärische Ziele weit in Russland zu attackieren, weil das ist das, genau das, was er möchte, ja, damit das keine ist richtig. Raketen. Und das würde ich abstimmen mit den europäischen Nachbarn, insbesondere mit den Franzosen und den Briten, die ja vergleichbare Waffen liefern, und würde eine gemeinsame europäische Entscheidung versuchen herbeizuführen. Mhm. Die Amerikaner wollen das von Fall zu Fall entscheiden. Also ich würde versuchen, mich ein Stück weit unabhängig auch zu machen von Amerika. Amerika ist im Wahlkampf, der amerikanische Präsident scheidet aus. Das ist nicht mehr die starke Ordnungsmacht, die wir eigentlich gewohnt waren. Ich würde es sehr viel stärker europäisch koordinieren. Aber Sie würden es jetzt nicht ausschließen, dass Sie ihm das erlauben. Nein, ich würde es noch einmal. Ich würde versuchen, dafür eine gemeinsame... Also den Stellvertreterkrieg, der in amerikanischem Interesse ist, der soll bitte europäisch koordiniert weiter eskaliert werden. Es ist unfassbar. Also Merz streitet sich hier mit der Ampel darum, wer der treuere Vasall ist. Derjenige, der jeden Befehl aus Washington sofort ausführt, oder derjenige, der in vorauseilendem Gehorsam das tut, was Washington wahrscheinlich am besten gefallen würde. Also... Ja, was will man vom ehemaligen BlackRock-Deutschland-Chef wohl auch anderes erwarten? Gemeinsame europäische Haltung dafür zu gewinnen. Die Bundeswehr ist der große Verlierer im Haushaltsplan der Bundesregierung. Das haben Sie gesagt. Wenn Sie die Zeitenwende ernst nehmen und Sie könnten es entscheiden, sagten Sie dann sofort nach der Bundestagswahl 25, jetzt sofort 30 Milliarden mehr für die Bundeswehr? Der Etat muss aufwachsen, und zwar über eine längere Zeit von Jahren. Das Sondervermögen wird im Jahr 2028 aufgebraucht sein. Und spätestens im Jahr 2029 muss der Verteidigungsetat dann bei 80 Milliarden plus liegen. Das heißt, da ist eine Lücke zu füllen von 30 Milliarden. Die Sie füllen würden? Die müssen wir füllen. Und zwar mindestens, weil es in unserem eigenen Interesse liegt, dass wir verteidigungsfähig bleiben, besser gesagt, wieder werden. Sie könnten auch sagen, wir müssen 120 Milliarden füllen, weil die Anforderungen der NATO wachsen und wir vielleicht doch eher uns bewegen auf das 3%-Ziel. Die Risikoanalyse jedenfalls zeigt, dass wir damit rechnen müssen, dass Putin so massiv aufrüstet, dass er spätestens in 5 bis 8 Jahren in der Lage ist, NATO-Gebiet anzugreifen. Und das ist eine sehr realistische... Ja, das... Ja, diese seltsame Erzählung, dass Russland plane, NATO-Gebiet anzugreifen, also beispielsweise in die baltischen Staaten einzumarschieren, das habe ich das erste Mal bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gelesen, dem German Council on Foreign Relations, einem der wichtigsten transatlantischen Denkfabriken in diesem Land. Und was in enger Kooperation mit Chatham House und dem amerikanischen Council on Foreign Relations gegründet wurde. Also Chatham House und das amerikanische Pendant sind aus den Verhandlungskreisen der Verhandlungen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen und haben das Ziel, die britisch-amerikanische Dominanz, heute nur noch die amerikanische Dominanz, über weite Teile der Welt aufrechtzuerhalten. Einschätzung der Lage. Also sind sozusagen... das ist einer der aggressivsten Verteidiger der Westbindung von Deutschland, also einem der aggressivsten Vertreter amerikanischer Interessen in Deutschland. Und Friedrich Merz verbreitet einfach so diese Propaganda weiter, dass wir kriegstüchtig werden müssten, einfach um auf so einen Krieg in 5 bis 8 Jahren vorbereitet zu sein, wofür es gar keine Hinweise gibt. Was vollkommen absurd ist. Also darum geht es auch gar nicht. Es geht hier letztlich darum, sich auf künftige Stellvertreterkriege mit Russland vorzubereiten. Und die werden nicht in den baltischen Staaten stattfinden, die werden in Staaten stattfinden, die noch nicht in der NATO sind. Beispielsweise Serbien, Moldawien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Also Orte, wo man eskalieren könnte, gäbe es genug. Wir haben uns... Afrika, schreibt Blade gerade, aber da weiß ich nicht, inwieweit man es den Deutschen verkaufen könnte, da zu intervenieren.
Es ist das einzige außereuropäische Land, wo man die Deutschen so mit Kriegspropaganda bombardiert hat, dass man da eine Invasion wirklich vorbereiten könnte mit hohen Opferzahlen und mit, also so ein Krieg mit Russland, der würde ja viele, ja, das geht alles, schreibst du, aber ja, so einfach geht das nicht. Also bei Afghanistan und Mali, da hat man das den Deutschen ja vor allem dadurch verkauft, indem man es medial gar nicht thematisiert hat. Also die deutschen Soldaten waren da, die haben sich da in ihren, ja, in Emily, also die sind da, haben da ihre Militärbasen nicht groß verlassen, die haben auch keine große Kontrolle über das Land ausgeübt und konnten dementsprechend, hat man in Afghanistan ja gesehen, leicht wieder vertrieben werden. Also nachdem die Soldaten weg waren, haben die Taliban die Kontrolle übernommen. Aber es sind keine großartigen Opferzahlen entstanden. Es gab keine Kämpfe, wo viele Menschen gestorben sind, wie das in einer direkten Konfrontation mit Russland der Fall wäre. Und so einen Krieg müsste man propagandistisch vollkommen anders begleiten als solche, ja, Polizeieinsätze im globalen Süden, wo man irgendwelche unterlegenen Guerilla-Armeen in Schach hält. Vor 10 Jahren geirrt, als Putin einmarschiert ist in die Ukraine, damals noch mit kleinen grünen Männchen. Da hieß es, es seien gar keine russischen Soldaten. Wir dürfen uns nicht nochmal irren, wenn wir in 10 Jahren auf das Jahr 2024 zurückblicken und dann feststellen müssen, dass wir uns erneut geirrt haben, dann ist der Preis sehr viel höher. Und unsere Antwort muss sein, wir nähern uns eher dem 3%-Ziel? Ja, wir müssen das 2%-Ziel zunächst einmal erreichen. Und das erreichen dann, wir ja im Moment. Ja, wir erreichen es, indem wir das Sondervermögen ausschöpfen. Und zwar in einer Weise, wie wir es mit der Koalition eigentlich nicht vereinbart hatten. Mhm. Nicht? Es wird aus diesem Sondervermögen ja für den laufenden Betrieb, für die laufenden Anschaffungen Geld genommen. Es war eigentlich geplant für überjährige große Rüstungsvorhaben. Die Koalition schöpft das jetzt sozusagen schon im Vorhinein ab. Also wird es noch schwieriger, aber wir müssen es leisten. Und Sie würden den Leuten ehrlich im Wahlkampf sagen, dass das sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird. Das müssen wir tun und ich bin davon fest überzeugt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das versteht. Wir müssen es ihr erläutern, plausibel erklären und wir müssen es genauso machen, wie wir es ja schon zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gemacht haben. Die Wiederbewaffnung war auch nicht unumstritten. Der NATO-Nachrüstungsbeschluss, ja, 82. Da habt ihr es gehört. Mit Merz gibt es weitere, noch radikalere Aufrüstung. Mit Merz gibt es die Vorbereitung auf weitere Stellvertreterkriege. Also es sollten sich alle, die darüber nachdenken, CDU zu wählen, klar machen. Mit Merz gibt es eine noch radikalere Kriegspolitik als mit der Ampel. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf Russland, sondern auch in Bezug auf den Nahen Osten und Israel. Auch da ist Merz ein noch radikalerer Unterstützer als der israelischen Kriegspolitik, als es die Ampel ist. 83 war auch nicht unumstritten. Aber dieser Beschluss hat Abrüstung überhaupt erst ermöglicht. Der große Vertrag, der dann zwischen Gorbatschow und Reagan zustande kam, wäre ohne die Nachrüstung in Deutschland gar nicht denkbar gewesen. Also das sind auch Schritte hin zur Abrüstung. Die große Frage wird sein, wie Sie das alles bezahlen wollen. Das wird sehr viel Geld kosten. Da wollen wir aber später hinschauen. Ja. Denn ich würde gerne noch in diesem Themenfeld bleiben. Denn Markus Söder von Ihrer Schwesterpartei hat jetzt noch mal bekräftigt, dass er die Wehrpflicht schnellstmöglich wieder einführen möchte. Wie schnell darf das in Ihren Augen gehen? Wir gehen ja in der CDU sogar noch einen Schritt weiter und sprechen von einer allgemeinen Dienstpflicht. Das haben wir lange diskutiert. Es hat einen klaren Parteitagsbeschluss für gegeben. Und das Interessante ist, wenn ich heute mit Besuchergruppen spreche, die aus meinem Wahlkreis nach Berlin kommen, dann mache ich so den Test und frage die mal, wie steht ihr dazu? Und ich habe noch keine einzige Abstimmung gesehen, wo nur eine Minderheit dafür war. Es waren immer die Mehrheit, manchmal 2/3, 3/4 Mehrheiten, wo die jungen Leute gesagt haben, wir sehen das ein, so etwas wäre eine Chance für uns auch. Kommt das sofort, wenn Sie Bundeskanzler werden? Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, sie auch umzusetzen. Das kann man nicht über Nacht machen. Wir sprechen über 700.000 junge Leute pro Jahr, die wir erfassen müssen und die wir auch entsprechend zum Beispiel für den Wehrdienst mustern müssten. Ich bin sehr dafür, dass wir das so machen, wie Pistorius das ursprünglich mal geplant hatte, dass man nämlich zunächst einmal mit einem Schreiben an alle, die 18 Jahre alt werden, eine solche Aufforderung richtet. Meldet euch, füllt einen Personalbogen aus. Auch übrigens an Frauen. Dazu müssen wir das Grundgesetz ändern. Das ist selbstverständlich, dass man das machen müsste. Mhm. Und dann müsste man diese Frage diskutieren und sukzessive aufbauen. Zunächst einmal abfragen, seid ihr bereit, freiwillig den Wehrdienst zu leisten, freiwillig auch einen sozialen Dienst zu leisten. Und dann müsste man das sukzessive wieder aufbauen. Wir haben die Strukturen heute gar nicht, um das über Nacht zu machen. Also viele Menschen sind bereit, freiwillig einen sozialen Dienst zu leisten. Also schaut euch mal an, wie viele Leute beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr machen. Aber ich glaube, die wenigsten Leute sind bereit, für diese deutsche Bundesregierung in den Krieg zu ziehen. Ja, hier wird gerade die Wiedereinführung der Wehrpflicht mitsamt Grundgesetzänderung vorbereitet. Also
Aktuell darf man beispielsweise niemanden zum Dienst an der Waffe zwingen. Wer weiß, ob das mit dem neuen Grundgesetz, was dann unter Friedrich Merz gelten würde, wer weiß, ob das dann immer noch der Fall wäre. Ja, also er hat jetzt beispielsweise hier ins Spiel gebracht, das zu ändern, damit Frauen auch eingezogen werden können. Darf man bisher nicht machen, aber wer weiß, wer weiß. Das ist dieses sogenannte schwedische Modell, das Pistorius ja favorisiert. Das heißt, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie das verpflichtend wollen. Also, dass man das auch. Dahin muss. Wollen wir. Aber das ist kein Weg, den man über Nacht gehen kann. Der wird sich über mehrere Jahre aufbauen müssen. Nochmal, uns fehlt ja die gesamte Infrastruktur. Wir haben keine Kasernen mehr, wir haben keine Ausbilder mehr, wir haben die Kreiswehrsatzämter nicht mehr für die Musterung. Das alles ist ja im Zuge der Abschaffung. Was glauben Sie, wie lange das dauern wird? Na, das wird 5 bis 10 Jahre dauern. Aber in der Zeit kann man schon einen höheren Teil der jungen Generation für den Wehrdienst und auch für einen solchen Gesellschaft für ein solches Gesellschaftsjahr gewinnen. Nachdem Sie ja zunächst, ich habe die Anträge, Taurus-Anträge der Unionsfraktion angesprochen, den Kanzler immer wieder vor sich hergetrieben haben mit der Lieferung solcher Waffen, sind Sie vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg erstaunlich leiser geworden. Das kann einen Grund haben, der nun stehende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und der CDU-Landesvorsitzende Mario Vogt in Thüringen davor eine schwierige Regierungsbildung. Jenseits von der AfD gibt es da nur die Möglichkeit, zusammen mit dem Bündnis Sahra-Wagenknecht. Und das Problem ist, dass das Bündnis Sahra-Wagenknecht die Bedingungen stellt, dass eine dortige Landesregierung in Thüringen und in Sachsen sich zu Friedensverhandlungen in der Ukraine mit Russland bekennen soll und auch einen Waffenstillstand fordern soll. Und was sagt der Bundesvorsitzende der CDU dazu? CDU geschlossen pro Ukraine? Sobald in Thüringen oder in Sachsen über Krieg und Frieden Verabredungen getroffen werden, die uns zu Liebedienern Russlands machen wollen und unsere Bindung an die NATO und die USA in Frage stellen, ist die Grenze überschritten. Ja, okay, dann ist eine Koalition mit dem BSW ausgeschlossen, würde ich sagen. Also das BSW, das will nämlich ein klares Bekenntnis zu Frieden. Und das bezeichnet man dann in der CDU als pro-russisch oder jetzt als Liebediener Russlands. Also ja, also wenn das weiter in die Position der CDU bleibt, dann ist eine Koalition mit dem BSW ausgeschlossen. Je mehr diese ostdeutschen Landesfürsten der CDU von diesen Prinzipien abrücken, der Westbindung und der Transatlantik, desto mehr hat es das Potenzial, die Partei zu spalten. Wo steht Deutschland? Wo steht die Union? An der Seite der Ukraine? Oder? Das ist vollkommen lächerlich. Als hätten die ostdeutschen CDU-Landesverbände überhaupt die Möglichkeit, vom Prinzip der Westbindung substanziell abzurücken. Oder nicht. Und genau diese Frage ist jetzt nicht mehr eindeutig beantwortet durch diese Öffnung hin zum BSW. Da kommt auf die Union ein riesiger Crashtest zu und wir wissen alle noch nicht, wie das ausgeht. Herr Merz, die beiden Landesvorsitzenden Kretschmer und Vogt haben in einem Gastbeitrag in der FAZ ihrerseits eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands gefordert und ein Land. Ja, und ein klares Bekenntnis zur NATO abgegeben. Also das damit, mit diesen Lippenbekenntnissen darf das BSW sich auf keinen Fall zufrieden geben. Also ich sehe es eher anders. Die CDU verfolgt da gerade eine ganz perfide Strategie, um erdrosseln durch umarmen. Man versucht mit dem BSW zu koalieren. Man versucht dann das BSW als weitere Altpartei zu entlarven. Man versucht das BSW einzubinden und das BSW in der Regierung dann die grundfalsche Politik machen zu lassen, die es vorher in der Opposition kritisiert hat und das BSW so zu töten. Also wie man das mit der FDP schon erfolgreich gemacht hat. Also seinen Koalitionspartner tot zu koalieren. Wie die Grünen und SPD das gerade erfolgreich mit der FDP machen. Also in der Ampelkoalition, da fahren ja alle drei Partner diese Strategie und der schwächste Partner, die FDP, die fällt da dann halt hinten runter. Und genau so würde es dem BSW ergehen. Also ja, deswegen darf das BSW auf keinen Fall den Fehler machen, in so eine Koalition einzutreten. Dass jetzt irgendwelche Lippenbekenntnisse vor der Wahl vor der Koalitionsbildung abzugeben, einfach damit man dann das BSW in eine Regierung bekommt, das kann jeder machen. Wie gesagt, in diesen Lippenbekenntnissen haben sie es nicht mal geschafft, sich von der NATO zu distanzieren. Ist immer noch eine totale Lobeshymne auf dieses transatlantische Kriegsbündnis. Und sie haben es nicht mal geschafft, die Stationierung von Mittelstreckenraketen hier abzulehnen. Stillstand, war das eigentlich mit Ihnen abgesprochen? Ja, wir haben über den Text gesprochen.
Ich habe Biden gesagt, ich hätte den Text so nicht geschrieben, aber er verstößt nun auch nicht gegen die Grundsätze der CDU. Und insofern ist der Text in Ordnung. Aber es ist genau so, wie ich es auch in meinem FAZ-Interview gesagt habe. Wir werden hier nicht zu Liebedienern Russlands und wir werden hier auch nicht unsere klaren Beziehungen zur NATO und zur Europäischen Union in Frage stellen, auch nicht die zu Amerika. Ich habe das übrigens im Wahlkampf in Thüringen und in Sachsen auch immer gesagt. Das Thema Taurus musste ich noch nicht ständig wiederholen. Das hat zweimal Abstimmungen im Bundestag gegeben. Die sind so ausgegangen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das muss man ja nun nicht auch ständig wiederholen. Aber ich habe meine Position auch in diesen Wahlkämpfen gesagt. Und daran hat sich auch nichts geändert. Welche Position gilt denn, wenn man da jetzt einen Koalitionsvertrag unterschreibt? Naja, also, wenn, also von Koalitionsverträgen sind diese Länder noch ziemlich weit entfernt. Die sprechen zurzeit, ob sie über landespolitische Themen in den Landtagen einen Konsens für eine Mehrheit bekommen können. Und dabei wird die Frage Russland und die Frage NATO und Amerika vielleicht in einer Präambel eine Rolle spielen. Aber genauso wie die drei, übrigens war ja Herr Woidke mit... Nein. Die Regierungen müssen alles tun, um die Stationierung von Mittelstreckenraketen zu verhindern, sei es über den Auswärtigen Ausschuss im Bundesrat oder wo man da sonst noch Einfluss hat. Und sie müssen alles tun, um die Sanktionen gegen Russland zu hintertreiben. Also so wie es Manuela Schwesig im Fall von Nord Stream 2 mit ihrer Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat. Sowas erwarte ich von BSW-Landesregierung. Wenn die das nicht leisten, dann darf das BSW nicht in so eine Koalition gehen. Und Merz hat es gerade klar gesagt, das wird es mit der CDU nicht geben. Also ist eine Koalition ausgeschlossen. Dabei von der SPD aus Brandenburg. So wird es formuliert bleiben. Darüber hinaus gehen wir nicht. Aber hätten Sie mit einer Präambel kein Problem, wenn in einer Präambel stünde, wir setzen uns in dieser Landesregierung für mehr Diplomatie und Friedensverhandlungen ein? Schauen Sie, das ist doch allgemeingut, dass wir alle der Meinung sind, dass wir mehr Diplomatie und mehr Friedensverhandlungen... Genau, aber nein, ist es nicht. Also wenn du die Gefahr eines Atomkrieges erhöhen willst, indem du die Ukraine Ziele in Russland mit deutschen Waffen angreifen lässt, dann bist du nicht für mehr Diplomatie, dann bist du für eine Eskalation des Krieges. Sarah Wagenknecht, das wissen Sie, geht ja noch einen Schritt weiter so. Und sagt, wir verurteilen oder wir wollen die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen nicht also in Deutschland. Entscheidet keine Landesregierung in Deutschland und da wird es auch keine Präambel oder sonstigen Festlegungen geben. Die CDU-Position wird... Ja gut, dann ist eine Koalition ausgeschlossen. Das ist ziemlich deutlich. Also, Merz sagt immer wieder, ich bin nicht zu substanziellen Kompromissen bereit und meine Landesführer, die werden das auch nicht tun. Also dann, warum verhandelt das BSW da überhaupt noch, wenn das die Position der CDU ist? Das frage ich mir jetzt gerade in Thüringen, wo man ja sowieso keine gemeinsame parlamentarische Mehrheit hat. Oder gerade in Sachsen, wo Michael Kretschmer auch ganz offen sagt, dass er absolut nicht kompromissbereit ist. Also wo er öffentliche Statements abgibt, wo er nochmal ganz klar sagt, nee, zur Not mache ich Neuwahlen. Sollte das BSW sagen, gut, dann gibt es halt Neuwahlen. Also wenn es die CDU halt keine Kompromisse eingehen will, dann gibt es halt Neuwahlen. Dann schauen wir mal, wie die Wähler die Kompromissunfähigkeit der CDU dann bewerten. Weder in Thüringen noch in Sachsen aufgegeben. Und wenn Frau Wagenknecht nicht darauf besteht, dann gibt es keine Koalition. Dann ist das Thema beendet. Da ist Ihre Grenze. Wir werden diese Grenze nicht... Sehr gut, dann gibt es keine Koalition. Jetzt deutlich gesagt, also das BSW muss hart bleiben. Überschreiten. Das heißt, dann würden Sie, wenn Frau Wagenknecht nicht darauf besteht, dann würden Sie sagen, okay, dann wird es eine lieber eine Minderheitsregierung geben. Frau Miosga, macht ja keinen Sinn, jetzt über Was-wäre-wenn-Fragen lange zu diskutieren. Wir haben hier unsere klaren Positionen, die ich übrigens mit Mario Vogt und Michael Kretschmer auch abgestimmt habe, die auch untereinander klar kommuniziert sind. Beide sind ja Mitglieder des Präsidiums unserer Partei. Michael Kretschmer ist stellvertretender Parteivorsitzender, Mario Vogt gewähltes Präsidiumsmitglied. Also die wissen schon um ihre Verantwortung, die auch über Thüringen und über Sachsen hinausgeht. Und noch einmal, in diesen beiden Ländern wird keine Außenpolitik, keine Sicherheitspolitik, keine Verteidigungspolitik aber gemacht, müssen, sondern Landespolitik. Die beiden haben aber das Problem, dass sie so einen Koalitionsvertrag mit dem BSW unterschreiben müssen. Ich würde es jetzt nur einmal richtig verstehen wollen. Wo ist Ihre Grenze? Sie sagen, wenn die in eine Präambel schreiben, wir sind für Friedensverhandlungen. Wer ist dann, gegen Friedensverhandlungen? So, solange die US-Mittelstreckenraketenstationierung dort nicht thematisiert wird. Die Mittelstreckenraketen werden, wenn überhaupt, im Westen der Republik stationiert, nicht im Osten. Das erlauben auch die Verträge nicht, dass solche Stationierungen im Osten stattfinden. Und deswegen sind die Länder Thüringen, Sachsen, alle anderen auch nicht betroffen. Ja, die versuchen jetzt irgendwelche Kompromisse. Wenn da jetzt zum Beispiel stünde, unsere Bevölkerung ist gegen eine Stationierung der Militär, dann wären Sie einfach. Wissen Sie, die Beschreibung der Lage ersetzt ja noch keine Politik. Nur wir lassen uns von Frau Wagenknecht nicht am Nasenring durch die Manege ziehen.
So, Frau Wagenknecht hat zu akzeptieren, dass es Entscheidungen gibt, die unumstößlich sind. Das ist die Westbindung, das ist unsere NATO-Mitgliedschaft und die werden wir von Frau Wagenknecht nicht in Frage stellen lassen. Wie gefährlich ist das für Sie? Wir haben jetzt gerade gehört, die Union könnte da in einen Crashtest gehen und wir erinnern uns an Ihre Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Kurz zusammengefasst, die auch zurücktreten ja. musste, nicht zuletzt deshalb, weil ihr die CDU in Thüringen auf den Kopf rumgetannt ist. Ja. Ist das auch im Nachhinein? Wahl einem Ministerwahl ist eines Ministerpräsidenten unter merkwürdigen Umständen. Ich weiß, aber ist das im Nachhinein ein Fehler, dass Sie nicht ganz klar von Anfang an gesagt haben, hier sind die Grenzen im Umgang mit dem BSW? Beide Ministerpräsidenten damit auch Wahlkampf machen konnten. Wir haben ganz klare Grenzen aufgezeigt. Und ich habe immer gesagt, und dazu stehe ich auch, wenn es um die Landespolitik geht, dann muss zunächst einmal auf landespolitischer Ebene gefragt und entschieden werden, ob da was zusammengeht. So, die CDU wird dabei ihre Grundsätze nicht über Bord werfen. Wir alle müssen Kompromisse machen. Die politische Landkarte hat sich vollkommen verändert. Und sehen Sie, für Thüringen ist das wichtigste Ziel zu verhindern, dass derjenige, der da eine einfache Mehrheit im Parlament hat und mit Namen Björn Höcke heißt, dass dieser Mann Ministerpräsident wird. Und ich möchte mir nicht den Vorwurf eines Tages machen lassen müssen, dass wir nicht alles getan haben, um zu verhindern, dass etwas derartiges in Deutschland passiert. Und das genau das ist die Art und Weise, wie man versucht, das BSW zu erpressen. Also, dass man sagt, ja, wenn ihr nicht Vogt wählt, dann seid ihr schuld daran, dass Höcke Ministerpräsident wird. Und Höcke, der ist jetzt wirklich so schlimm. Also, ja, typischer taktischer Zug der CDU, da darf man nicht drauf reinfallen. Wenn Höcke Ministerpräsident wird, dann wird das eben ohne parlamentarische Mehrheit, die er ja nicht hat. Die AfD hat ungefähr ein Drittel der Parlamentssitze. Damit hat sie eine Sperrminorität. Damit ist sie deutlich stärkste Fraktion. Aber sie kann nichts durchsetzen. Da wäre sie immer noch auf Oppositionsstimmen angewiesen. Ohne parlamentarische Mehrheit kann Höcke auch als Ministerpräsident relativ wenig anrichten. Also da soll das halt werden. Also Höcke ist genauso ein politischer Gegner wie Vogt. Und warum man jetzt Vogt einen roten Teppich auswählen sollte, nur um Höcke zu schaden, das erschließt sich mir nicht. Und dabei seine ganze eigene Glaubwürdigkeit zu opfern. Also das BSW würde sich ja damit zu einem Anhängsel der CDU machen. Das darf auf keinen Fall passieren. Und das ist die Art und Weise, wie man das BSW moralisch versucht zu erpressen. Und da darf das BSW auf keinen Fall mitspielen. Also da muss die kühle Antwort sein, wenn Höcke Ministerpräsident wird, dann wird es eben. Sollte die CDU eben kompromissfähiger sein? Sollte die CDU vielleicht mal aufhören, Waffenlieferungen an die Ukraine oder Waffenlieferungen nach Israel zu fordern? Sollte die CDU mal aufhören, an der Schuldenbremse festzuhalten? Sollte die CDU mal zu Investitionen in die Infrastruktur, zu einer Reform der Öffentlich-Rechtlichen, zu einer Abschaffung des Verfassungsschutzes bereit sein? Also wenn die CDU all das wollte, ja dann hätten wir kein Problem mit Vogt. Aber all das wird es mit der CDU nicht geben. Deswegen wird es keine Koalition geben, ganz einfach. Es muss um Inhalte gehen. Und die CDU, das hat Merz hier sehr, sehr deutlich gemacht, die ist nicht mal bei diesem Thema Außenpolitik, was ja auf Landesebene wirklich nicht das wichtigste Thema ist, aber nicht mal dort ist sie zu irgendwelchen substanziellen Kompromissen bereit. Nicht mal in die Präambel will man reinschreiben, was man gegen die NATO, gegen die US-Mittelstreckenraketen, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ist. Nicht mal da. Nicht mal das will man machen. Und das wäre, wie gesagt, meiner Ansicht nach eh nur ein Lippenbekenntnis, auf das man nicht reinfallen sollte. Aber nicht mal dazu ist die CDU bereit. Also sie hat mehr als deutlich klar gemacht, dass sie nicht zu einer Koalition bereit ist, aber dass sie nicht zu inhaltlichen Zugeständnissen bereit ist. Dass sie das BSW halt erpressen will, damit mit diesem Vorwurf, wenn ihr jetzt nicht Vogt wählt, dann seid ihr schuld, dass Höcke Ministerpräsident wird. Und da darf man auf keinen Fall mitspielen. Möchte ich nicht. Mhm. Und da werde ich alle meine Kraft auch für einsetzen. Und um dieses Ziel zu verändern, höre ich jetzt, dass Sie kompromissbereit sind, zumindest zu formulieren. Wo hat sie das denn rausgehört? Also er hat das BSW nicht als kommunistisch oder stalinistisch beschimpft, aber das heißt ja noch nicht, dass er kompromissbereit wäre, sondern ganz im Gegenteil. Er hat versucht, das BSW hier moralisch zu erpressen und dafür verantwortlich zu machen, dass es daran schuld wäre, wenn Höcke dann Ministerpräsident werden sollte. Also sehr durchschaubare Taktik. Also ich würde sagen, wenn Karin Mioska diese Taktik durchschauen würde, dann würde sie nicht dort sitzen, wo sie gerade sitzt. Dann wäre sie nicht Journalistin bei der ARD geworden. Und dann dürfte sie erst recht keine Talkshow moderieren. Wir müssen doch in der Politik immer auch kompromissbereit sein. Keiner von uns erreicht noch absolute Mehrheiten und deswegen müssen wir Kompromisse machen. Aber Kompromisse können nicht so weit gehen, dass Grundsätze über Bord geworfen werden. Und an der Stelle ist die Grenze. Wir haben heute den Kanzlerkandidaten der Union zu Gast, der bis ins Kanzleramt noch einen weiten Weg vor sich hat. Seitdem Sie gesagt haben, ich mach's, haben Sie Punkte eingebüßt, Prozentpunkte in den Umfragen, wollen wir uns mal angucken. Die Union liegt bei Infratest-DiMa jetzt bei 31%, hat minus 2 Prozentpunkte. Und die Grafik wollen wir Ihnen auch zeigen,
vor allem die wollen wir Ihnen zeigen. Da kommt sie, dass nur 26% der Befragten Sie derzeit für einen guten Kanzler hielten. Sie liegen vorne, die anderen schneiden noch schlecht ab, das muss man dazu sagen. Aber Sie werden zugeben, dass 26% auch ziemlich mau ist. Und es gibt eine Gruppe, bei der tut sich Herr Merz ganz besonders schwer. Der unbeliebte Kanzlerkandidat. Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, aber außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt. Und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet. Die eigene Familie zu fragen, wie man als Mann so ist, das ist etwas zu kurz gedacht. Frauenpolitik ist nicht. Was ist das denn für eine lächerliche Hofberichterstattung? Ich glaube, wir überspringen die nächste Viertelstunde, da kommt nichts Substanzielles. Ich habe mich schon gefragt, worauf wollen die denn jetzt hinaus? Und ja, jetzt darf noch mal irgend so eine komische Journalistin was sagen und sich da inszenieren bei einem Thema, wo es um absolut gar nichts geht. Sie holen sich ihre größten Ratschläge immer noch von den alten Kumpanen des Andenpaktes. Ist das richtig? Dazu gehören die beiden, die ich hier gerade genannt habe, nicht aber dazu. Roland Koch und Günther Oettinger. Ja, wir sind befreundet miteinander seit Jahrzehnten und natürlich sprechen wir auch darüber. Was sind nicht meine größten Ratgeber? Wer sind denn Ihre größten Ratgeber? Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Die kommen zum Teil aus der Wirtschaft. Ich würde sagen BlackRock. Ich weiß nicht, ob es Larry Fink persönlich ist oder seine Untergebenen. Ich tippe eher auf seine Untergebenen. Nächstes Thema. Ganz anderes. Ich frage ja jetzt Sie. So, und ich will nur sagen, die Vorsitzende des Sachverständigenrates hier sozusagen zur Kronzeugin zu machen, ist ein gewagtes Unternehmen. Es gibt sehr viele andere Stimmen, die das anders sehen. So, der nächste Punkt ist, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Volkswirtschaft, dass unsere Wirtschaft aus dieser Wachstumsschwäche herauskommt. Und das hat etwas mit den Bürokratielasten zu tun, das hat etwas mit der Arbeitsmarktregulierung zu tun, das hat etwas mit den Steuern zu tun. Das ist unglaublich. Seit 40 Jahren mittlerweile, seit 1982, seitdem Helmut Kohl an die Macht gekommen ist, erzählen CDU und FDP, es muss endlich großen Bürokratieabbau geben. Ja, wann in den letzten 40 Jahren fast ununterbrochen haben CDU und oder FDP regiert? Wann gab es diesen Bürokratieabbau denn? Warum gab es den nicht unter Merkel? Warum gab es den nicht unter Kohl? Und warum gibt es den jetzt nicht in der Ampel, wo die FDP mitregiert? Also FDP und CDU, die erzählen das ja beide andauernd. Warum kommt immer nur mehr Bürokratie dazu? Warum gibt es diesen Bürokratieabbau nicht? Kann es sein, dass das irgendein Marketingversprechen ist, was die nach der Wahl eh nicht einhalten? Was sie nach der Wahl dann nur nutzen, um Sozialgesetze unter diesem Deckmantel, wir wollen Bürokratie abbauen, dann aufzuheben. Also in NRW haben FDP und CDU dann beispielsweise das Tariftreuevergabegesetz gekippt, was das Bundesland verpflichtet hat, sich bei öffentlichen Aufträgen daran zu orientieren, ob die Beschäftigten, die in den Unternehmen arbeiten, an denen die Aufträge vergeben werden, ob die unter einen Tarifvertrag fallen oder nicht. Oder ob die Produkte, die das Land beschafft, beispielsweise aus ausbeuterischer Kinderarbeit kommen oder da Mindestnormen der Internationalen Arbeitsorganisation erfüllt sind. Also wirklich absolute Basic-Sozialstandards sowie eine Stärkung von Gewerkschaften und Tarifverträgen, die fällt dann schon für FDP und CDU bei öffentlicher Auftragsvergabe unter zu viel Bürokratie. Also das ist das Einzige, was dann wegfällt. Sinnvolle Gesetze, die wirklich mindeste Sozialstandards und Arbeiterrechte implementieren, die sind dann zu viel Bürokratie. Aber die ganze Bürokratie, die Bürger eigentlich stört, wenn sie beispielsweise ihre Steuererklärung machen, die wird nicht abgebaut. Die wurde nie abgebaut, als die CDU an der Macht war. Das hat etwas mit unseren Energiekosten zu tun. Dazu haben wir alle Vorschläge gemacht. Ja, die Energiekosten. Da sind wir doch wieder bei der Russland-Thematik. Wenn die Energiekosten zu hoch sind, warum nehmen wir da nicht den Strang von Nord Stream in Betrieb, der noch funktioniert, und reparieren die anderen drei Stränge? Warum beziehen wir nicht endlich wieder Gas aus Russland, so wie das jahrzehntelang sehr, sehr gut funktioniert hat? Russland hat immer pünktlich und vertragsgemäß geliefert. Deutschland wollte dann das russische Gas plötzlich nicht mehr. Putin hat noch vor kurzem angeboten, den letzten Strang von Nord Stream 2, der noch funktioniert, zu öffnen. Hat Deutschland abgelehnt. Deutschland will das billige Gas aus Russland nicht. Und die CDU will das auch nicht.
Also da wird man dann hier als Putin-Freund oder Russland-Versteher oder sonst was diffamiert, wenn man einfach sagt, wir sollten das billige Gas aus Russland nehmen, das Russland uns bereitwillig anbietet. Macht, die diese Probleme Stück für Stück lösen können. Aber das wird so. Ja dauern. Ja, also wenn Sie zum Beispiel auch vom Grundsätzlichen etwas sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste, um etwas Ruhe in das Land zu bringen, ist eine Regierung zu haben, die aufhört, sich öffentlich zu streiten. Das Land kommt nicht zur Ruhe, wenn oben die Regierung ständig streitet. Ein Unternehmen können Sie nicht führen, wenn die Geschäftsführung völlig uneins ist. Und dasselbe gilt für das ganze Land und das gilt für jede Familie. Es muss dieser ewige Streit oben. Aber auf. Psychologie ist das eine, ja, das Geld ist die fehlt. Wenn aber das andere ist, ist das Geld nicht da. Jetzt hat das. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Das Geld ist da. Man könnte die Schuldenbremse ohne Probleme aussetzen. Man muss nicht das ganze Geld für Aufrüstung verpulvern, was die Ampel gerade macht. Also, man muss auch nicht so viel Geld an Israel oder in die Ukraine auszahlen, wie das gerade passiert. Das sind alles politische Entscheidungen, die man anders fällen könnte. Wie gesagt, die Schuldenbremse hätte man gar nicht erst einführen müssen. Und man könnte sie jetzt jederzeit mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag aufheben. Also dafür bräuchte man nicht mal eine Zweidrittelmehrheit, sondern es würden schon die normale Mehrheit, die jede Regierung hat, reichen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Bundesfinanzministerium geschätzt, all das, was Sie vorhaben, kostet mindestens 40 Milliarden Euro. Wir haben vorhin über die Bundeswehr geredet. Ja, wir haben über die Unterstützung der Ukraine geredet. Ja. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Und da wollen Sie uns weismachen, zumindest bis das jetzt. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Ja, das ist doch eine politische Entscheidung, dass man die Bundeswehr so aufrüstet. Es ist eine politische Entscheidung, dass man die Ukraine, dass man da so viel Geld reinpumpt. Das könnte man alles anders entscheiden. Man könnte sich für einen Frieden mit Russland einsetzen. Man könnte sich dafür einsetzen, dass abgerüstet wird. Dann müsste man für die Bundeswehr auch nur noch einen Bruchteil dessen ausgeben, was da gerade für ausgegeben wird. Das Ganze würde funktionieren mit ein bisschen Konjunktur ankurbeln und das Bürgergeld einsparen. Es geht nicht um ein bisschen Konjunktur ankurbeln. Es geht darum, dass wir aus dieser Wachstumsschwäche, aus den strukturellen Problemen unserer Volkswirtschaft. Ja, das strukturelle Problem in Deutschland ist eine Nachfrageschwäche. Das haben wir seit ungefähr 30 Jahren. Die deutschen Löhne steigen viel zu langsam. Wir brauchen endlich vernünftige Lohnsteigerungen in Deutschland. Das ist das strukturelle Problem, was unsere Wirtschaft hat. Aber das Problem, das will Merz natürlich nicht angehen. Ganz im Gegenteil, die CDU setzt auf Lohndumping. Die CDU hat sich auch gegen eine Erhöhung des Mindestlohnes gestellt, die dieses strukturelle Problem angegangen wäre. Also auch das ist vollkommen kontrafaktisch, was Merz hier erzählt. Wirtschaft herauskommen, dass wir den Kapitalabfluss stoppen, den wir... Ja, woher kommt der Kapitalabfluss? Von den hohen Energiepreisen. Wie ich hatte es eben schon gesagt. Beendet den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Dann geht es ja auch wirtschaftlich, zumindest was die energieintensiven Industrien angeht, wieder bergauf. Jahr für Jahr haben 300.000 Industriearbeitsplätze verloren in den letzten 3 Jahren, dass wir der Wirtschaft, nicht den großen... Das stimmt. Ich kann euch dazu auch noch mal eine Statistik geben. Bedeutung der energieintensiven Industriezweige. Die energieintensiven Industriezweige sind 15% unterhalb der Niveaus von vor 3 Jahren. Und die gesamte Industrie, die ist ja mittlerweile 10-15% unterhalb der höchsten Niveaus, die es 2018 innehatte. Also deswegen die 300.000 verlorenen Industriearbeitsplätze, die Merz hier anspricht. Das ist eine Fehlentwicklung, die hat schon unter Angela Merkel begonnen. Und das hängt eben mit der Wachstumsschwäche in der deutschen Binnenwirtschaft zusammen. Die deutsche Binnennachfrage ist in den letzten 3 Jahrzehnten viel zu schwach gestiegen, weil die deutsche Politik absichtlich Lohndumping betrieben hat, weil man absichtlich die Löhne schwächer hat steigen lassen als die Produktivität, weil man absichtlich vor allem die niedrigen Löhne gedrückt hat, um die europäischen Konkurrenten niederzumachen. Und das ist ein strukturelles Problem, das müsste man angehen. Da müsste man beispielsweise die Renten erhöhen, um für mehr Nachfrage zu sorgen. Da müsste man den Mindestlohn erhöhen, da müsste man für mehr Tarifbindung sorgen. Da müsste man allgemein alles tun, damit die Löhne steigen. Was würde dieses strukturelle Problem angehen? So, beim Auftragseingang sieht es übrigens auch düster aus. Der zeigt auch weiter nach unten. Also die deutsche Industrie, die rumpft immer weiter und es ist kein Ende in Sicht. Ich kann euch nochmal die Originalwerte zeigen. Die schwanken zwar etwas stärker, aber es zeigt alles nach unten. Ja, wir sind mittlerweile 25% unter den höchsten Niveaus, was den Auftragseingang angeht, von 2018 beziehungsweise dann wieder 2021, als die Auftragseingänge auch wieder relativ hoch waren, als es diese Nach-Corona-Erholung gab. Ja, aber an all diesen strukturellen
Problem der deutschen Wirtschaft will Merz leider überhaupt nichts ändern. Den Mittleren, den Kleinen, alle zusammen, dass wir denen wieder ein Stück Zuversicht und Vertrauen geben, dass dieser Standort stabilisiert wird. So, und dann können wir uns über verschiedenste Formen der Finanzierung unterhalten. Ich will Ihnen etwas zur Infrastruktur sagen. Natürlich muss da aus den öffentlichen Haushalten was genommen werden. Natürlich müssen wir auch nutzerfinanzierte Gebühren erheben, aber dann zielgerichtet und nicht so wie bei der Lkw-Maut die Hälfte gleich in den Bundeshaushalt. Und dann müssen wir uns natürlich auch über die private Investition, das private Kapital unterhalten. Wie kommt privates Geld auch in die Infrastruktur? Andere Länder sind da... Gott, noch mehr öffentlich-private Partnerschaften, bitte nicht. Das ist die dümmste Idee, die man überhaupt haben kann. Öffentlich-private Partnerschaften sind nachweislich deutlich teurer. Bauvorhaben dort dauern deutlich länger, als wenn es der Staat einfach direkt machen würde. Ja, bei öffentlich-privaten Partnerschaften, da müssen nicht nur die Bestandskosten, die diese Bauvorhaben sowieso haben, die müssen da nicht nur getragen werden, sondern es muss auch noch der Profit von privaten Unternehmen finanziert werden. Und private Unternehmen haben dann Interesse daran, die Kosten möglichst hochzutreiben, um ihren eigenen Profit zu erhöhen. Diese Fehlanreize gibt es, wenn der Staat selbst das macht, nicht. Also, so viel man auf den Staat schimpfen mag, so langsam viele Bauvorhaben hierzulande vorangehen, so viel schlimmer würde das werden, wenn das Ganze von privaten Unternehmen in öffentlich-privaten Partnerschaften organisiert werden würde. Viel, viel weiter als wir, mit viel geringeren Schuldenquoten als wir. Sie wollen da an die Sparer ran? Nicht an die Sparer ran. Wir haben so viel Kapital zur Verfügung. Ich sage mal ein Beispiel, was ich gestern auch auf dem CSU-Parteitag gesagt habe. Wir haben auf den privaten Sparkonten und Girokonten der deutschen Bevölkerung 2,8 Billionen Euro liegen. Ja, die liegen da, weil die Menschen einfach Angst haben, sie irgendwo zu investieren. Kann man ihnen die Angst nicht nehmen? Kann man nicht 10% davon mobilisieren, um zum Beispiel mal gute Infrastruktur zu finanzieren und das mit einer... Da kann man keine privaten Profite mitmachen. Das geht einfach nicht. Und wenn man es versucht, dann wird das Ganze immens teurer. Es ist ineffizient, eine Autobahn beispielsweise privat zu betreiben. Da muss man nämlich für jedem Autobahnabschnitt, der irgendwem Privates gehört, dann Mautgebühren bezahlen. Also ich glaube, keiner will dann jedes Mal, wenn er eine Landkreisgrenze oder so verlässt, neue Mautgebühren an irgendeinen anderen privaten Betreiber entrichten. Also das sind gruselige Ideen, die Friedrich Merz hat. Das sind ja wirklich gruselige Ideen. Einer vernünftigen Verzinsung zu garantieren. Sind das keine Schulden? Das sind private Investitionen, die der... Bullshit. Also ja. Ja, also wenn Friedrich Merz das wirklich, also er kündigt hier de facto die Privatisierung von Infrastruktur an. Das ist ja eine absolute Katastrophenidee. Also er kündigt zur besten Sendezeit an, unsere Infrastruktur zu verscherbeln und keiner regt sich auf. Das ist ja unglaublich. Der Staat zum Beispiel garantieren könnte, wo der Staat auch eine entsprechende Zinsgarantie geben könnte, da könnten wir riesen. Ja. Also wenn der Staat Investitionen tätigt, sich das Geld dann von den Privaten leiht und dann eine Zinsgarantie gibt, dann sind das Staatsschulden. Also ich bin jetzt immer noch unschlüssig, was meint Merz hier? Meint er jetzt wirklich eine Privatisierung öffentlicher Infrastruktur, also private Investitionen? Oder meint er einfach staatliche Verschuldung? Also Staat investiert und besorgt sich das Geld von den Privaten und gibt eine Zinsgarantie, das wären nämlich einfach Staatsschulden. Also was meint er denn jetzt? Also Letzteres kann man gerne machen, so macht der Staat das ja aktuell ohnehin schon. Und Ersteres, also die Privatisierung, also wirklich private Investitionen in diesen Bereichen, das wäre brandgefährlich. Also es wäre eben kein Einstieg für Kleinsparer, was Merz hier erzählt, sondern das wäre ein Einstieg für Unternehmen wie BlackRock und Co., die sich da eine goldene Nase verdienen könnten in unserer öffentlichen Infrastruktur. Da müssten wir eben nicht nur die Bestandskosten dieser Infrastruktur tragen, sondern auch noch die Profite von BlackRock und Co. finanzieren. Riesige Hebelwirkungen erzielen, aber alles nur aus dem öffentlichen Haushalt und dann bitte noch zulasten unserer Kinder mit noch mehr Schulden. Wir machen in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Ja, privatisieren wir lieber unsere öffentliche Infrastruktur, es ist unglaublich. Zusammen 2024, 2025 mit Schuldenbremse macht der Bund über 100 Milliarden Euro neue Schulden. Was wollen wir denn unseren Kindern noch alles an Schulden auferlegen? Und nicht der Zinsdienst des Bundes ist heute... Ja, der Zinsdienst des Bundes ist eine politische Entscheidung. Die EZB entscheidet, wie hoch die Zinsen sind, die die Nationalstaaten tragen müssen. Die EZB kontrolliert die Zinsen und die Bundesregierung war für diese Zinserhöhung. Der Zinsdienst des Bundes ist Folge dessen, dass die Politik die Zinsen erhöht hat. Die Politik könnte die Zinsen auch jederzeit senken. Es ist eine politische Entscheidung, dass das so organisiert ist, wie es organisiert ist. Es ist eine politische Entscheidung, dass Big Finance an der Staatsfinanzierung Mitte verdient. All das sind politische Entscheidungen und all das könnte man ändern, wenn man das wollte. So hoch wie der Landeshaushalt des Landes Hessen.
des Landes Hessen. Die zusätzlichen Schulden, die wir machen, sind so viel wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Wie weit wollen wir es denn mit der Verschuldung noch treiben? Ihre eigenen Ministerpräsidenten. Ja, wie weit wollen wir es mit der Verschuldung noch treiben? Die Verschuldung jedes Staates steigt mit jedem Jahr immer weiter. Die Schulden des Staates sind nämlich Vermögen im Privatsektor. Die zusätzlichen Ausgaben des Staates sind Einnahmen im Privatsektor. Wenn der Staat spart, dann sinken die Einnahmen des Privatsektors. Und ich hatte es euch gerade gezeigt, die Industrie schrumpft. Ich kann es euch nochmal zeigen, die Industrie schrumpft. Der Wohnungsbau bricht dramatisch ein. Der ist schon um ein Drittel eingebrochen. Also es ist ein absolutes Desaster, was da gerade passiert. Und wenn man jetzt in dieser Rezession, die wir gerade erleben, wo jetzt auch noch andere Industriezweige wie die Autoindustrie gerade Probleme bekommen, wenn der Staat da jetzt die Ausgaben kürzt, dann verschärft er die wirtschaftlichen Probleme nochmal immens. Wir haben schon Probleme mit Schwäche in der Binnennachfrage. Wenn der Staat jetzt die Ausgaben zusammenkürzt, dann schrumpft die deutsche Wirtschaft noch weiter. Und dann werden die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung übrigens noch weiter steigen, einfach weil die Wirtschaftsleistung schneller einbricht, als die Staatsschulden zurückgehen. Also das ist ja auch das, was dann in Griechenland passiert ist. Griechenland hat zwar große Schuldenschnitte bekommen, aber die Sparprogramme, die haben zu so einem starken Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt, dass die Schuldenquote in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sogar gestiegen ist. Also es ist eine absolut desaströse Politik, die Merz hier fordert. CDU-Ministerpräsidenten fordern eine Öffnungsklausel, ja, weil die ja, okay, jetzt Schulden machen müssen. Aber also jetzt werden CDU-Ministerpräsidenten angesprochen, die diesen Irrsinn der Schuldenbremse kritisieren. Aber frag ihn doch mal zu diesen Privatisierungsplänen, die er hier gerade hatte. Also mich würde interessieren, was für Pläne Merz hier hat. Also mich würde das wirklich interessieren. Also das klang gerade brandgefährlich, aber das lässt Mioska einfach unter den Tisch fallen. Also ich sag ja, wenn man kritische Fragen stellen würde, dann dürfte man beim ARD wahrscheinlich keine Talkshow moderieren. Ja, bei den Ländern gibt es ein spezifisches Problem. Die Länder haben anders als der Bund diese sogenannte Konjunkturklausel nicht. Das ist nicht das Problem. Also das ist nicht das Problem. Die Konjunkturkomponente erlaubt auch eine viel, viel zu geringe Verschuldung. Und deswegen hält man sich da auch in der Realität nicht dran. Also die Bundesregierung, die hat durch das Sondervermögen beispielsweise auch wesentlich mehr Schulden gemacht, als die Konjunkturkomponente zugelassen hätte. Und die Länder haben nicht mal diese Konjunkturkomponente. Das stimmt, aber das ist nicht das einzige Problem. Also das hauptsächliche Problem ist, dass die Schuldenbremse generell eine rationale Wirtschaftspolitik verbietet, die verhindert, dass die Wirtschaft schrumpft. Das Gesetz erlaubt nur dem Bund, bei schwacher Konjunktur zusätzliche Schulden zu machen, so wie der Bund es jetzt auch macht. Diese Möglichkeit haben die Länder nicht. Darauf haben sie damals, als das Grundgesetz geändert worden ist, verzichtet. Über so eine Frage kann man selbstverständlich mit den Ländern reden. Mhm. Das tue ich auch. Mhm. Aber dann müssen wir eben gemeinsam dafür sorgen, dass die Probleme gelöst werden, die da auf der Ausgabenseite bestehen. Mhm. Wir haben nicht in erster Linie ein Einnahmenproblem. Wir haben in der ersten Linie ein Ausgabenproblem. Und Sie das bleiben dabei, keine neuen Schulden? Ich bleibe dabei, dass die Verschuldung nicht weiter ansteigen darf, weil wir einfach die nächste Generation zu stark belasten. Und wenn Sie das dieser altmodische Friedrich Merz, der da plötzlich an die junge Generation denkt. Und Sie versprechen uns, sollten Sie ans Ruder kommen, dass Sie auf den Ressortposten des Verkehrsministers keinen CSU-Mann setzen? Soweit ich verstanden habe, will die CSU das auch gar nicht. Und insofern ist schon wieder diese Berliner Blase fragen. Ich habe keine Lust mehr. Also beantwortet. Ja, schlechtes Interview. Gruselige Aussagen von Merz. Wirklich gruselige, gruselige Aussagen. Dieser Mann ist noch gefährlicher als die aktuelle Ampelregierung. Das ist vollkommenes Desaster. Das ist ein vollkommenes Desaster. Das kann man sich nicht ausdenken. Und ich wundere, dass das nicht stärker skandalisiert wird von der Opposition. Also okay, richtige Opposition hast ja nur noch AfD und BSW und die AfD ist ja selber eher neoliberal. Aber hier wird, also so wie ich das gerade verstanden habe, ich will Merz hier jetzt auch nichts unterstellen, aber so wie ich das verstanden habe, will er, dass private Investitionen in öffentliche Infrastruktur getätigt werden, was bedeutet, dass öffentliche Infrastruktur privatisiert wird. Oder es da solche öffentlich-privaten Partnerschaften gibt. Also das ist brandgefährlich. Wie gesagt, dann wird unser staatliches Geld auch noch dazu genutzt, um die privaten Profite von BlackRock zu finanzieren. Darauf laufen dann solche Vorschläge raus. Oder wir müssen Nutzungsgebühren bezahlen, um dann die Profite von BlackRock zu decken. Also das ist überall, wo man öffentliche Infrastruktur privatisiert, endet das in einem riesigen Desaster. Also man sieht das im Gesundheitssystem, wo die Kosten für Pflegeheime, für Krankenhäuser in die Höhe schießen, während sich der Service, während sich die Qualität deutlich verschlechtert. Einfach da private Krankenhäuser auf Effizienz getrimmt werden. Und Effizienz heißt halt nicht, dass sie effizient für die Patienten sind, sondern effizient heißt, dass sie möglichst viel Gewinn aus den Patienten herausholen sollen.
Und genau das darf öffentliche Infrastruktur nicht machen. Öffentliche Infrastruktur muss nach dem Bedarfsprinzip funktionieren und darf nicht versuchen, die Leute, die sie benutzen, möglichst gut auszusaugen. Also das führt auch gesamtwirtschaftlich zu großen, großen Verlusten. Ich kann dazu von dem Kanal Unlearning Economics das Video Free Stuff is Good. Es gibt es leider nur auf Englisch. Also man sollte vielleicht mal diesen Kanal Unlearning Economics auf Deutsch übersetzen. Aber es gibt es leider nur auf Englisch. Das kann ich dazu nur empfehlen. Da wird sich damit mal genauer auseinandergesetzt. Aber das ist jetzt vielleicht nur noch mal als abschließende Worte zu diesen wirklich gefährlichen Vorschlägen hier.